Herzlich willkommen zu diesem Video auf unserem Kanal. Und in diesem Video geht es um etwas, was häufig missverstanden wird, nämlich die CPM. Was ist die CPM überhaupt und wie beeinflusst sie überhaupt deine Performance der Werbeanzeigen? Und wie kannst du die CPM nutzen, wenn du sie verstehst, um mehr Umsatz zu machen oder mehr Gewinn, je nachdem? Also, die CPM, das ist die Kosten per Mille bzw. Kosten pro 1000 Impressionen. Denn ganz wichtig, was viele eben nicht verstehen, ist, bei Facebook zahlt man nicht pro Linkklick, sondern man zahlt pro Impression. Und die Kosten pro 1000 Impressionen, das sind die CPMs. Das kann man so ein bisschen vergleichen mit der Reichweite, die Zeitungen früher ausgelobt haben, also so ein TKP, so ein 1000-Kontaktpreis ungefähr. Das Äquivalent davon ist eben die CPM. Das heißt, ganz anders als auf anderen Plattformen, wo man eben wirklich nur pro Klick bezahlt, bezahlt man bei Facebook, Instagram und Co., also bei Meta, dafür, dass man irgendwo im Newsfeed auftauchen darf. Das heißt, die Kosten richten sich nach den CPMs, denn wenn es sehr teuer ist, bei irgendwem im Newsfeed aufzutauchen, dann sind natürlich die CPMs sehr hoch. Wenn es sehr günstig ist, bei jemandem im Newsfeed aufzutauchen, weil zum Beispiel die Anzeige für die Zielgruppe relevant ist, dann sind natürlich auch die CPMs niedriger und meine Kosten pro Klick niedriger, weil die sich eben danach richten. Und das ist der Hack. Wenn man die Kosten pro Linkklick senken möchte, muss man halt bei der Zielgruppe schauen und eben bei der CPM mal ansetzen, weil die einem deutlich einfacher sagt, wo gerade was nicht stimmt im Vergleich zu den Kosten pro Linkklick, weil die sind eben wirklich nur das Ergebnis einer CPM. Jetzt die Konsequenz des Ganzen ist, das hatte man 2020 sehr schön gesehen, es richtet sich eben nach Angebot und Nachfrage und danach, wie relevant die Werbeanzeigen sind. Aber eben auch sehr stark nach Angebot und Nachfrage. Das heißt, zu Zeiten, wo es extrem viele Nutzer auf den Plattformen gibt, wo eben auch entsprechend viel konsumiert wird, viele Werbeanzeigen eingebindet werden können, sind die CPMs natürlich günstiger als zu Zeiten, zu denen weniger Nutzer unterwegs sind. Genauso wie je mehr Advertiser gerade auf der Plattform unterwegs sind, je mehr Werbebudget ausgegeben wird, desto teurer sind die CPMs natürlich auch. Und 2020 hatten wir eben eine sehr schöne Zeit, gerade für Online-Shops, für alle, die irgendwie von der CPM abhängig sind, weil ganz viele große Advertiser, irgendwelche Reiseveranstalter, Fluggesellschaften eben während der Zeit Anfang 2020 die Ads pausiert haben. Das heißt, auf der einen Seite weniger Advertiser, aber auf der anderen Seite auch natürlich mehr Leute, die mehr Zeit hatten zu konsumieren, weil man eben nur zu Hause gesessen hat und nicht wirklich was machen konnte. Das heißt, zu dieser Zeit waren die CPMs extrem niedrig. Andersrum war es zum Beispiel jedes Jahr in Q4, da will jeder irgendwie ein Stück vom Kuchen abhaben, schaltet mehr Werbung, erhöht das Werbebudget, aber es sind eben nicht unbedingt mehr Leute auf der Plattform unterwegs. Konsequenz in Q4, CPM geht halt immer hoch in Q4. So, das ist ganz wichtig zu verstehen. Jetzt grundsätzlich zur CPM ist es eben so, dass immer mehr Menschen Facebook-Werbung für sich entdecken, es mal probieren oder eben auch Erfolge damit feiern, zum Beispiel über Agenturen wie uns, und dadurch mehr Werbebudget ausgeben. Da, wenn man sich die Berichte von Meta oder Facebook aber mal anschaut, das Nutzerwachstum halt nicht mehr so krass ist, ist es eben so, dass wir auf der einen Seite also wenn wir jetzt hier quasi uns eine Waage vorstellen, dann haben wir auf der einen Seite gleichbleibende Anzahl Nutzer und auf der anderen Seite eine steigende Anzahl von Advertisern. Das führt natürlich dazu, dass die CPMs hochgehen, die CPMs steigen, und das seit Jahren. Das kann man sehr schön sehen. Und wenn man sich das Ganze mal anguckt, kann man in manchen Bereichen auch sogar eine Verdopplung der CPM sehen. Heißt das, dass sich Facebook-Werbung nicht mehr lohnt? Nein, ganz im Gegenteil. Wenn man sich das mal anschaut, was zum Beispiel jetzt verglichen mit klassischen Medien, was eben eine Doppelseite in der Sonntagszeitung kosten würde und wie teuer das wäre, um dort 1000 Leute zu erreichen, was nicht mal messbar wäre so wirklich, man muss sich ja auf die Angaben der Zeitung verlassen, ist das verglichen damit immer noch extrem günstig. Das heißt, selbst wenn man nur Facebook-Werbung für Reichweite, Markenbekanntheit schalten würde, wäre es immer noch um ein Vielfaches günstiger als zum Beispiel Zeitungswerbung und eben auch günstiger als, eben auch messbarer als Zeitungswerbung. So,
Da wir aber in einer Welt sind, in der wir mit Google, Amazon und Co. unterwegs sind und nicht mit der Zeitungswerbung, stellt sich halt trotzdem die Frage, was ist die Konsequenz des Ganzen für mich? Was heißt das für mich, wenn die CPMs steigen und auch weiter steigen werden? Weil ganz klar, wir sind jetzt noch in Q1, aber in Q4 werden sie auf jeden Fall wieder höher sein als jetzt in Q1. So, was bedeutet das für mich? Naja, wenn ich aktuell selber Facebook-Werbung schalte und ungefähr mein Shop von der Performance, von der Conversion Rate einigermaßen konstant geblieben ist in den letzten 2 Jahren, wenn meine Ads, meine Creatives einigermaßen konstant geblieben sind, die CPMs sich aber circa verdoppelt haben, dann heißt das, dass du doppelte Kosten pro Klick hast. Das heißt, du bekommst nur noch halb so viel Traffic in den Shop wie vorher und das heißt, du machst nur noch die Hälfte des Umsatzes bei gleichen Kosten. Dadurch, einfach nur dadurch, dass die Nachfrage bei Facebook Ads gestiegen ist. So, das heißt, wenn du nicht doppelt so gut Werbung schaltest wie vorher, wirst du wahrscheinlich zu den Verlierern dieser steigenden CPMs zählen. So, was kannst du machen, um das Ganze zu vermeiden? Naja, du musst einfach doppelt so gute Ads schalten. Mindestens doppelt so gute Ads, damit du bessere Ergebnisse als vorher erzielen kannst. Und wie kann man bessere Ads als vorher schalten? Naja, man muss auf jeden Fall deutlich mehr testen als früher. Man muss mehr Creatives bauen, mehr Creatives testen. Man muss auch ein Stück weit mehr Budget einplanen, weil es ja eben teurer ist, 1000 Leute zu erreichen und die entsprechende Anzahl Klicks zu bekommen. Aber umso wichtiger wird es natürlich auch früher abzudrehen, wenn etwas nicht funktioniert. Das heißt, du musst einfach deutlich professioneller werden. Und wenn du jetzt sagst, naja, ich würde ganz gerne meine Facebook-Ads an Profis abgeben, die sich darum kümmern können, die eben genau wissen, was bedeutet eine steigende CPM für mich und mein Business und wie kann ich das Ganze für mich nutzen, weil ja die Einstiegshürde für Facebook-Ads immer komplizierter wird. Wird natürlich der ganze Markt auch immer professioneller. Das heißt, gegen die Leute, gegen die ich antrete, die werden natürlich auch besser, weil jeder ja nach wie vor Umsatz machen möchte. Dann kannst du dich einfach bei uns melden. Du kannst uns kontaktieren über unsere Websites www.adsfornauts.de und dich für ein kostenloses Erstgespräch eintragen. Und dann können wir mal schauen, wie sich die steigenden CPMs und alles andere auf deine Werbeanzeigen ausgewirkt haben. Oder du sagst, ich will sowieso mit Facebook Ads starten und brauche da einen kompetenten Partner an meiner Seite. Dann sind wir der richtige Ansprechpartner für dich. Und ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.